Aber Gullis, Ladies and Gentlemen, ich mach's kurz, ich habe das Lager leer geräumt, zum zweiten Mal. Und jetzt machen wir uns auf, genau was wir in der letzten Folge ursprünglich wollten. Wir machen uns auf, den Strand hier mal zu erkunden und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Noch etwas Werbung in eigener Sache vorm Intro. Wenn ihr Bock habt, werdet Mitglieder. Das unterstützt mich in meinem Tun und ich möchte bald neue Formate erschließen. Und da wäre es natürlich schön, wenn ich mir auf Dauer zum Beispiel einen Cutter leisten könnte, beziehungsweise etwas Unterstützung ins Team holen könnte. Also, wenn ihr Bock habt, ist gerne gesehen. Ansonsten, es reicht auch, wenn ihr das Video bis zum Ende guckt. Abos sind gratis, Likes auch und das Video zu teilen ebenfalls. Nutzt die Chancen. Jetzt gibt's jetzt mal das Intro und geht's los. Bis gleich. Ja, also ich bin nicht sicher, was uns hier erwartet. Aber ich sehe da hinten Käfige. Es sieht schon interessant aus. Vielleicht finden wir auch ein bisschen was hier zum Mitnehmen. Weil immer nur zum Hieressen will ich nicht. Ich will auch mal was mitnehmen. Werter Löwe. Was haben wir hier? Schade, also so ein Named NPC würde ich jetzt auch nehmen. Booms. Boop. Wollen wir eine Full-Loot-Tour machen, obwohl... Ich glaube, das ist diesmal nicht so gut, weil wir nicht so leicht zurückkommen. Ist wahrscheinlich wieder alles zugespawnt. Ich habe übrigens gesehen... The heck? Ach, da. Ich habe da oben hingeguckt. Also, ich habe übrigens gesehen, wir haben das Kochrezept gedroppt. Das habe ich eben beim zweiten Mal, wo ich das alleine leergeräumt habe, gesehen. Beziehungsweise gedroppt. Und das ist also meine Empfehlung an euch. Wenn ihr Koch 10 oder x-beliebig Koch was auch immer haben möchtet, dann raidet das Lager, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Weil da gibt es viele Köche und Köche droppen das Rezept. Ich frage mich gerade, ob es eine Skillung gibt, beziehungsweise ein Build, das uns helfen würde, so im Faustkampf alles zu besiegen. Das fände ich schon cool. Obwohl, nein, Eisen haben wir echt genug. Ja, komm, dann fliegt es raus, wenn ich es nicht zurücktun kann. Ich nehme jetzt nur noch so die wichtigsten Sachen mit. Easy. Was haben wir hier? Schriftrolle, Bukanier. Okay. Na dann. Gehen wir mal weiter. Oh je, was ist da denn dreckig? Wundert euch nicht. Geräusche und so, ne? Was man halt so macht. Ich will das doch eigentlich gar nicht alles raiden, aber ich sehe gerade Gefängniswärter. Die Landzunge! Was haben wir da? Ist das Tänzer 3? Ah, shit. Jetzt hat sie ihn... Hat sie schon zerlegt. Schade. Schade. Wen haben wir da? Das sieht doch nach was Bossartigem aus. Mann, ich kann den Namen sonst ständig lesen. Leute, lasst mich diesen verdammten Namen lesen. Ausguck, Aske, oder was? Jetzt reicht's mir. Wir müssen hier echt mal ein bisschen minimieren. Jetzt werden wir minimiert. Well. Ich habe mich da jetzt null drauf konzentriert. Sorry, ernsthaft, sorry. Jetzt müssen wir nur mal im Fix wieder dahin. Das sollte nicht das Problem werden. Wir haben hier unseren Spawn. Sind die alle wieder gespawnt? Nein. Ja, dann wird es ja überhaupt kein Problem. Dann laufe ich mal eben dahin. Und dann sehen wir uns wieder. So. Schluss jetzt hier. Haben wir irgendwas übersehen? Ist die Kleine schon tot? Oh, hat unser Löwe ganze Arbeit geleistet. Ja, das ist das Ausdauerproblem. Das ist der Hammer. Also sie hieß Ausguck, Askia. Vielleicht brauchen wir einfach... Obwohl, warte mal, ich mache den Satz neu. Also vielleicht brauchen wir keine neue Waffe, aber der Kampfstil von ihr, dieses Zustechen sehr schnell, dann abhauen, das, boah, das hat also ganz schön geknallt. Leo, gehst, achso, du folgst mir ja gar nicht mehr. Du hast dich einfach nur verteidigt. Gehst du bitte mal kurz da hinten hin. Was hat denn Ausguck Askia? Sie hat die schwarze Korsaren-Geschichte, oh, die Kriegsbemalung der schwarzen Korsaren. Die nehmen wir natürlich, das nehmen wir auch mit. Ich will gucken, wie es aussieht. Einen schweren Münzbeutel hat sie auch, die gute. Höllenpurpur. Aha.
Was ist denn Höllenpurpur? Guck mal, er hat Menschenfleisch sogar im Inventar. Also, wenn ich das nicht entgegenkommen finden würde, dann weiß ich es wirklich nicht mehr. Müsste es doch jetzt einen zweiten geben. Ja. Komm, haben wir auch unsere Schlüssel. Ja, ein paar der Schlüssel haben wir wieder. Schriftrolle Buccaneer. Benutzen. Benutzen. Erlernt Buccaneer. Zack. Zack. Kriegsbemalung der schwarzen Korsaren. Na, die gucken wir uns doch mal an. Sah gut aus. Sah wirklich gut aus. Und die Handschuhe? Ja, doch, die sehen auch schick aus. Kann man gut zum Tanzen anziehen. Was haben wir hier noch? Ja, doch, also ganz Schnieker-Loot, möchte ich jetzt mal einfach behaupten. Ah, das ist jetzt nicht so. Ah, guck, das nehmen wir mal alles mit. Kann nicht schaden, ne? Warte, folgt er uns jetzt schon? Ja. Ich meine, nur weil man ihn angeklickt hat, heißt das in diesem Spiel nicht, dass es auch so ist. Ho, ho, ho! Was haben wir denn hier? Das scheint dann wohl die Bosskiste zu sein. Ja, ich möchte mal behaupten. Das hier hat bereits jemand. Achso, deaktivieren kann ich es nicht. Naja, gut. Oh, das Hakenschwert nochmal bekommen. Cool. Also wir plündern jetzt erstmal ein bisschen. Das machen gute Piraten so. Und dann gucken wir einfach mal, wenn wir was rausschmeißen müssen oder ob wir noch genug Platz haben oder. Ja, also die Kleine hat echt reingehauen. Respektabel. Doch, also das ist ein Kampfstil, den finde ich heftigst. Ich überlege es mir. Also vielleicht können wir, also nochmal. Ich rede gerade sehr wirr, ich weiß, aber ich habe damals, als ich das Spiel begonnen habe, immer mit Dolch gespielt, weil ich diesen Stil, dieses Schurken und so, das fand ich ziemlich cool. Vielleicht können wir das ja nochmal probieren. Explizit habe ich es jetzt seitdem nie wieder gemacht, aber ich sag mal, ne, man kann es ja durchaus noch mal probieren. Wir müssen uns dann nur komplett umskillen. Wir müssen dann nämlich komplett auf Präzision glaube ich. Weil, warum müssten wir noch mal auf Präzision? Irgendeiner der Perks bei Präzision war, glaube ich, wichtig für die Skillung. Aber ich weiß es gerade nicht. Bombs! Das ist schön. Leo? So gut gemacht. Er hat schöne goldene Armgelenkschienen, beziehungsweise Schoner, Panzerrüstung, was auch immer, Plattenpanzer. Ich schätze mal, es waren. Wie hießen die nochmal? Stiegische? Sag mal, ist unser Löwe gerade. Ja, unser Löwe ist ins Wasser gefallen. Jetzt ist eine Wasserkatze. No, ein Katzenfisch. Ja, wir nehmen noch ein bisschen mit. Wir sind noch nicht komplett voll, aber so langsam, liebe Freunde, wird's eng. Ich schätze mal, den hier hätten wir aufmachen können, ja. Also hier könnten theoretisch Gefangene sein. Ist aber aktuell nicht so. Ist hier noch was drin? Ja, guck. Das hätten wir jetzt fast übersehen. Gut, dass wir es nicht übersehen haben. Vielleicht müssen wir anfangen, Dinge rauszuschmeißen. Ich habe jetzt einmal Bock, das hier zu zerlegen, aus Spaß. Das sieht so lustig aus, wie die alle zusammenliegen. Schade, ich hätte mir gewünscht, dass man irgendwie alles im Umkreis damit zerlegt. Also das mit der Distanz und so, ne? Das habe ich noch nicht raus. Das ist grausam. Müsst jetzt mal gucken, wie viel Menschenfleisch wir einkassiert haben. Und ob wir das irgendwie behalten können. Zumindest zum Teil. Ich bin total lootgeil gerade, ernsthaft. Ich bin so richtig lootgeil gerade. Bin hemmungslos überladen und was mache ich? Ich loote weiter. Es ist einfach diese Lootgier. Ach, ist das grausam. Okay, jetzt fangen wir mal an. Also, was uns nervt, ist zum Beispiel der Arm. Also, könnt ihr jetzt quasi
Ihr gebt Arm ein, haut permanent die Leertaste und dann seid ihr das schon mal los. Vor uns hat sich ein sehr, sehr großes Stückchen, was auch immer, aufgebastelt. Nach Gewicht absteigend. Das hier brauchen wir nicht, das hier brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht. Die Hose der schwarzen Hand stört uns auch nur. 13 Kilo Pflanzenfaser müssen wir auch nicht unbedingt mit rumschleppen. Eisen haben wir vom Haus. Die Panther-Trophäe brauchen wir auch nicht. Genauso wenig wie Knochen. Und schon haben wir wieder ein bisschen Platz. Gut, dass ich vorher Platz gemacht habe. Ich schätze mal, die kommen da runter. Weil es hat doch mehr als einer geschrien jetzt, oder? Bogenschütze. Leo, wo bist du denn? Hallo? Ach da. Machst du denn da hinten? Hier, trag das mal bitte, Leo. Wieso ist das hier so schwer? Ach, diese Piraten. Also mit denen ist... Oh, guck mal hier, wir haben eine Statue gefunden. Welche ist das? Muss ich gleich gucken. Wir helfen erstmal Leo. Geht, das ist eine Piratenlage hier unten. Die machen echt Spaß. Also wir haben hier einen Kämpfer gehabt. Der geht zu schnell tot, als dass er relevant ist. Kämpfer, Kämpfer. Ja. Nichts Relevantes dabei. Oh, guck mal. Oh, 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 oh. Jetzt nehmen wir gleich die Statue und sind wir überfladen. Überfüllt wollte ich eigentlich sagen. Aber überfladen ist auch schön. Das passiert halt immer so schön, ne? Wenn ihr gerade ein einziges Wort sagen wollt und ihr habt ein ganz anderes dann auf einmal im Kopf, was ihr unbedingt auch sagen wollt und die Worte sich einfach verbinden. So wird aus überladen und überfüllt schnell überfladen. Das ist auch schön. Das ist dann bestimmt der Zustand, wenn man einfach zu viel Fladenbrot isst. Dann ist man schlicht überfladen. Ich bin mir da irgendwie sicher, dass das so ist. So, aufnehmen und überfladen. Was ist das für eine lautlose Legion? Oh, die behalten wir. Eisen kann weg. Die Schüsse halten mir schon aus. Ist auch komisch, dass Leo die Aggro nicht kriegt. Nach einem einzigen Schuss hätte er die Aggro haben müssen schon. Beziehungsweise nach einem Schlag. Ich meine, der Löwe schießt ja nicht. Also das ist ja schon irgendwie ziemlich affig. Okay, jetzt sind wir halt wirklich überladen und ich denke, Menschenfleisch haben wir einiges, aber es bringt uns gar nichts. Dschungelkrog. Überlebensbonus brauchen wir nicht. Stahlwaren will ich eigentlich behalten. Haben wir Müll, den wir rausschmeißen können? Bestimmt. Zack. Voilà, Silber und Goldmünze bekommen. Schön. Ja, die Statue will ich behalten. Also, geht die. Geht die, geht die. Das hier kann doch raus. Ja, nimm die. Das kann raus, das kann raus. So, jetzt lass uns mal hier hochgehen. Nice. Mit Falle. Nicht schlecht. Shit. Wie gesagt, die stärksten sind die Katzen, die hellsten nicht. Bup. Rocknose. So sehen die jetzt eingerollt aus. Schon cool, die neuen Rocknoses. Eieiei, was haben wir denn da unten entdeckt? Was ist das? Das ist hier. Ja, geil. Na, kloppt euch da unten. Oder auch nicht. Das sind übrigens die ersten Menschen. Die heißen wirklich so. First Man. Genau, geht da runter, kloppt euch da unten. Ja. Die machen hier ganz schöne Jumps, unsere Gefährten und die anderen. Wow, naja gut. Was wir hier interessante Orte finden, ne? Da waren wir ja. Ah, hier würde ich jetzt gerne noch hin. Ich glaube nicht, dass wir da runter sollten dafür. Lass uns mal eben verbinden. Und dann gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Da müssen wir echt mal da unten in diese Schlucht. So, was trinken.
Schön. Jetzt habe ich kein Wasser mehr. Hätten wir vielleicht unten am Wasser mal auffüllen sollen. Naja, ist egal. Komm bestimmt hier durch hin. Ich meine, klar, nicht nur bestimmt, wir kommen von hier dahin. Stop skulking the crowd. Kämpfer. Zimmermann. Aber kein hoher Zimmermann, deswegen unwichtig für uns. Bogenschütze, Bogenschütze. Und das dritte da oben habe ich nicht gesehen. Ich glaube, anhand der Rüstung können wir schon eigentlich ganz gut ausmachen, um was es sich handelt, auch ohne Namen. Also diese Rüstung war eindeutig eine höherwertige Lederrüstung, also mehr so Stufe 3. Seht ihr? Theorie funktioniert. Koch oder was ist das? Ach Mann, ich wollte doch nur gucken, was das ist. Ja, Koch. Ach, guck mal hier. Die Spinne von Lang. Die lassen wir aber da. Diese Figur braucht wirklich kein Mensch. Auch nicht wir. Und kein Exiland. Sag mal, was ist denn hier los mit euch, ey? Dass an jeder Ecke hier irgendeiner von euch Freaks rumtigert. Mann, ihr habt es damals nicht geschafft zu überleben als erste Menschen und ihr seid jetzt immer noch nutzlos. So nervt mich nicht. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass die immer alle runterfallen in letzter Zeit. Das ist schon ein bisschen stressig, züglich des Kampfes. Das meine ich. Seht ihr? Es ist absolut grausam geworden. So, da wir jetzt hemmungslos überladen sind, nehmen wir wirklich nur noch die wichtigen Sachen mit. Den Rest lassen wir hier. Er erfüllt halt keinen Nutzen für uns. Okay. Fazit zur neuen Rüstung und dem neuen Kampfstil. War immer noch deutlich nach oben optimierbar. Wirklich. Also die Spinne nehmen wir nicht mit. Da unten ist auch nichts mehr. Hier oben sind wir jetzt. Ich finde das ein bisschen schade, dass uns das hier irgendwie nichts bringt. Also sprich, der Ort wird nicht registriert. Guck mal, da unten ist noch ein Feuer. Ah ja, hier, das ist diese... Ah, hier war ich schon, wie heißt das denn noch? Schwefelgruben oder sowas? Ich weiß es nicht mehr genau. Also die hatte, glaube ich, keinen offiziellen Namen. Das ist mehr so ein Name, der ihr gegeben wurde. Die kann man auch, glaube ich, gar nicht zähmen, ne? Diese... Was macht ihr denn immer noch hier? Also ich hätte gedacht, die haben sich mittlerweile mal alle ausgerottet, aber nö. Blip. Elchkopfkönig. Elchkönig Kopf. Dankeschön, ich wusste, mit dem Satz war was falsch. Elchkopfkönig. Ist aber schön. Warum sind nur normale Tiere? Ey, das sieht doch mega aus, oder? Das ist bestimmt wohl diesen First Man, gegen die wir gerade gekämpft haben. Guck mal, da ist sogar ein Gorilla. Ehrlich gesagt, sieht die ziemlich geil aus, die Waffe. Ja, guck, das ist First Man. Das machen wir in der nächsten Runde mal. Ich muss mir noch irgendwie überlegen, ob wir hier nicht... Ein Spaßrad brauchen wir hier nicht, aber wir könnten wenigstens mal Kisten bauen. Ich glaube, ich kann gerade gar nichts bauen. Na gut, komm hier, nächste Runde, nächste Folge, gehen wir dahin. Die Folge ist lang genug. Gut, dass ich sie schon für euch ein bisschen zusammengeschnitten habe, was? Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge, ihr seht, was wir da machen. Gucken uns das Ganze mal an und dann wird es auch mal langsam Zeit zurückzugehen. Wir müssen ja irgendwann auch mal unseren Kram ablegen. Wir können ja nicht immer nur looten, looten, looten und dann nicht mehr weitermachen. So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, Valadoheris, euer Wolf.